Da gehen sie, die Grabräuber. Und in der Dunkelheit der Nacht ist noch ein schwacher Lichtschein zu sehen. Wohin wollen sie mit dem toten Körper? Ihre Schritte nähern sich einem großen, dunklen Schloss. Hier wohnt der Arzt, dessen Namen keiner auszusprechen wagt. Schwarze Rösser ziehen einen Wagen, nur spärlich mit einer Kerzenlaterne beleuchtet, durch den dunklen Tann. Der Kutscher hat sein Antlitz verhüllt mit Kartoffelsäcken. Er möchte nicht erkannt werden auf dieser abfälligen Strecke, denn er hat die zulässige Geschwindigkeit für Gespanne überschritten.